glaube, jetzt direkt im Anschluss müsste dann die Cutscene von. Genau. Es geht weiter. Cutscene von Akt 5. Die Tore von Secheron stehen schon seit undenklichen Zeiten. Und du wirst sie jetzt nicht durchbrechen. Entferne deine üblen Dämonen von unserem Land. Wir stehen auf der Seite des Lichts. Niemals sollst du den Berg Ariad erreichen. Und niemals das finden, was du suchst. Ich werde deine Position überdenken. Sind die Bedingungen nicht akzeptabel? Huiuiui, ey. Alleine dieser Schrei am Ende, ne? Das hat mich als Kind auch richtig tief erschüttert, diese Cutscene. Richtig heftig, einfach nur. Ja. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen zusammenfassen, was los war. Wie das alles überhaupt passiert ist oder konnte. Ja. Erstmal muss er hier mit Laden fertig sein. Und dann werden wir gleich in der Barbarenstadt Harrogath sein. Jo, und da sind wir auch schon. Und offenbar lässt man uns erstmal hier in Ruhe. Das ist ganz gut. Ja, fangen wir mit der Epilog-Sequenz vom Hauptspiel an. Es war also die ganze Zeit Baal und nicht Tyrael. Ich meine, irgendwie konnte man sich schon denken, dass es nicht Tyrael ist, weil er dafür einfach zu, ja, seltsam und auch vermummt aussah.
Und ich frage mich jetzt im Nachhinein natürlich auch wieder, wie viel davon haben die großen Übel wirklich geplant? Weil, warum hat der Wanderer Marius überhaupt mitgenommen? Weil er wusste, dass sie auf Tyrael treffen würden und Tyrael Marius als einzigen Verbündeten, der weit und breit in der Nähe war, die Aufgabe geben würde, Baals Seelenstein an sich zu nehmen und daran scheitern würde und der Seelenstein deswegen außerhalb der Reichweite von möglichen anderen Helden war, die den hätten in der Höllenschmiede zerstören können, sodass sie halt Baals Seelenstein schon aus der Schusslinie gebracht hätten. War das geplant? Oder ist es einfach nur glücklich für die gelaufen? Ich meine, Baal sagte ja, ihr habt genau das getan, was ihr tun solltet. Das legt irgendwie den Verdacht nahe, dass es geplant war. Ja, und Marius ist ja wirklich ein absolut trauriges, ja, eine traurige Existenz, was sein Leben für eine Wendung genommen hat, seitdem er dem Wanderer begegnet ist. Und er war ja auch wirklich gezeichnet von den Albträumen, die ihn plagten, auch als er den Seelenstein von Baal dann verwahrt hatte. Also so eine ähnliche Bürde, wie sie Frodo im Herrn der Ringe hatte. Und man hat auch gehört, dass die Schreie, die wir die ganze Zeit in diesem Sanatorium gehört haben, dass sie wahrscheinlich aus dem Seelenstein kamen. Also richtig heftig. Ja, und Baal hat danach dann natürlich Zugriff auf seine Seele gehabt, Zugriff auf seine Macht und wusste dann, dass ihn eigentlich erstmal so niemand etwas anhaben kann. Und dann hat er seine dämonische Armee aufgestellt und macht sich jetzt auf den Weg zum Weltstein selbst. Und ihr habt ja gehört, der Weltstein ist die Quelle der Seelensteine. Und zwar sind die Seelensteine kleinste Fragmente des Weltsteins. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was für eine Macht das Ding haben muss. Ja, und der Einzige, der jetzt dagegen etwas unternehmen kann, sind natürlich mal wieder wir. Und im fünften Akt haben wir es wieder mit 6 Quests zu tun. Also wieder ein ausgewachsener Akt sozusagen. Und wir werden jetzt erstmal hier mit den ganzen Leuten reden, die wir jetzt neu kennenlernen. Einmal Larsuk, den Schmied. Was braucht ihr? Ja, wir können erstmal hier ein bisschen reden. Ihr seid also eine Amazone. Ich habe Gerüchte über eure Art gehört. Eure ungewöhnlichen Waffen könnten meine Fertigkeiten auf eine harte Probe stellen. Aber ich bin bereit. Ich bin Larsuk, der Schmied. Meine Vorfahren gehörten zu den besten Handwerkern von Harugard. Leider schwinden meine Vorräte mit jedem Tag, der vergeht. Doch die Dämonen vor den Mauern wurden noch kein bisschen schwächer. Ich fürchte, der Tag ist nicht mehr fern, da ich meinen Hammer hinlegen und stattdessen zum Schwert greifen muss, okay. Bei unseren Siegesfeiern geht es in der Stadt hoch her. Wir Barbaren trainieren von Kindheit an hart, um Krieger zu werden. Und wir feiern ebenso kompromisslos. Ihr habt wohl nicht zufällig Bier zum Tauschen mitgebracht? Ich befürchte nicht, nein. Was können wir mit ihm handeln? Er hat natürlich auch hier coole Waffen, coole Rüstungen, die ordentlich was an Verteidigungswerten hier haben. Auch diese Plattengürtel haben wir ja auch wieder, die noch mehr Tränkeplatz bereitstellen würden. Das ist schon alles sehr cool, muss man sagen. Und wir haben hier auch wesentlich stärkere Bögen. Allerdings ist hier wieder das Problem, dass die nicht gesockelt sind und dass wir dann keine richtig krassen Sachen da rein tun können. Ja, ihr wisst ja ungefähr, wo sich Harugard befindet oder der gesamte Ariad-Berg. Das habe ich euch ja auf der Weltkarte mal gezeigt. Ich glaube, das war Folge 13 oder so. Da könnt ihr das dann also nochmal nachschlagen. Hier haben wir Nilatak. Reden wir mal mit dem. Tja, durch die Belagerung herrscht Mangel an allem, nur nicht an Narren. Warum sucht ihr diesen Ort, Fremdling? Seid ihr ein Leichenfledderer, der unsere gefallenen Krieger plündern will? Wie auch immer, dies ist nicht der Ort, euch einen Namen zu machen. Es ist unsere Aufgabe, den Berg zu beschützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Legionen der Hölle besiegt sind. Na, du bist ja auf jeden Fall optimistisch. Immerhin. Kann man mit dem tratschen? Anjas Vater war mein bester Freund. So viele sind zu beklagen. Ich habe keine Zeit für euch. Anja kennen wir bisher noch nicht, aber sie wird auf jeden Fall auch ein wichtiger Charakter hier sein. Nilatak ist hier übrigens in dem Akt, mit dem wir Glücksspiel betreiben können. Und hier haben wir natürlich wieder Kane. Ich bin überrascht, dass dieser Ort so unberührt ist. Alles andere auf dem Weg von Baal, dem Herrn der Zerstörung, liegt in Trümmern. Diese Barbaren müssen wahrhaftig die legendären Wächter des Berges Ariad sein. Es ist ein stolzes, zähes Volk. Rechnet nicht mit einer herzlichen Begrüßung. Die wird Fremden hier selten zuteil. Vielleicht kann ich ihr Vertrauen erringen. Ich werde etwas Zeit mit den Bewohnern des Dorfes verbringen und versuchen, sie besser zu verstehen. Ich lasse euch wissen, was ich herausfinde.
Naja, vielleicht haben Sie ja schon vom berühmten Deckard Cain gehört, wer weiß. Während meines Aufenthaltes bei den Horadrim haben wir oft über die Natur des Berges Ariad gesprochen. Wir wussten, dass die barbaren Clans es als ihre heilige Pflicht ansahen, den Berg eifersüchtig zu hüten. Aber viele taten ihren Eifer als bloßen Aberglauben ab, verbunden mit einer angeborenen Feindseligkeit Fremden gegenüber. Von den Horadrim, die auf den Ariad zogen, hörte man nie wieder etwas. Aber ich glaube nicht, dass sie den Barbaren zum Opfer fielen. Na, da muss ja etwas anderes dafür verantwortlich sein. Quark Heck. Ich bin Quark Heck, der oberste Waffenträger von Harrogath. Ihr habt das Äußere eines Kriegers. Ein weiterer Soldat kann uns nützlich sein. Aber erwartet nicht, dass jemand um euch trauert, solltet ihr fallen. Baal bleibt seinem Namen treu. Er hat unser Land verheert wie eine unbarmherzige Pest. Der Schutzwall unserer toten Ältesten hält das Böse noch ab. Doch Baals Belagerung hat dennoch ihren Preis gefordert. Die meisten meiner Männer sind gefallen, andere sind in den Gebirgspässen gefangen. Aber ich schwöre, wir sind noch nicht geschlagen. Wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen, um diesen Berg zu beschützen. Ja, das seht ihr offensichtlich auch als eure heilige Aufgabe an. Larsuk ist ein begabter Schmied, aber in seinem Kopf spuken die wunderlichsten Einfälle. Erst gestern kam er mit einem Plan zu mir, die Belagerung zu beenden. Er wollte große Röhren mit Sprengstoffpulver und Stahlkugeln füllen und dann, wie ich schon sagte, wunderlich. Klingt doch gut. Die erste Granate wahrscheinlich. Ja, ansonsten, ich fand's auch geil in der Cutscene von Akt 5 jetzt, als Baals Armee vor den Toren von Sescheron stand und der Herold, der da rauskam, oder Bannerträger oder was auch immer das war, dann die große Pforte zugeklatscht ist und er so wusste, okay, I'm fucked. Das war schon sehr amüsant. Hier haben wir Mala. Ich, Mala, heiße euch in Harrogath willkommen, der letzten Festung der Ordnung auf dem Berg Ariad. Wenn ihr Baal, den Herrn der Zerstörung, besiegen wollt, seid ihr hier am rechten Ort. Baal hat Zerstörung über unseren Berg und seine Bewohner gebracht. Seine Diener greifen unsere Stadt weiter an. Und Quark Heck und seine Männer können sie nicht aufhalten. Baal hält sich noch auf dem Berg auf und sucht etwas, aber ich weiß nicht was. Alle Ältesten, ausgenommen Nilatak, haben sich geopfert, um einen Schutzwall um Harrogath zu errichten. Einige von uns sehen euch hier nicht gern. Zu diesen gehört mit Sicherheit auch Nilatak. Wir sind ein stolzes Volk. Es fällt uns nicht leicht, Hilfe anzunehmen. Ich hingegen bin froh, dass ihr hier seid. Wenn ihr Heilung oder ein Elixier braucht, bitte kommt zu mir. Waffen, Rüstungen und Reparaturen bekommt ihr bei Larsuk. Nilatak könnte trotz seiner Vorbehalte bei der Beschaffung anderer Waren von Nutzen sein. Und Quark Heck schließlich, unser Waffenträger, führt die letzten Streitkräfte von Harrogath gegen Baal. Du hast doch bestimmt noch eine Quest für mich. Okay, doch nicht. Tratschen. Larsuk ist eine gute Seele. Aber manchmal scheint er recht unvernünftig zu sein. Einst bat er mich um 20 meiner besten Schafhäute. Er sagte, er würde sie mit heißer Luft füllen und dann damit wie eine Wolke über dem Schlachtfeld schweben, um Baals Legionen auszuspionieren. Ich fürchte, die Belagerung hat ihn langsam um den Verstand gebracht. Alter, ihr könnt doch nicht den MacGyver eurer Zeit so klein halten. Was stimmt mit euch nicht? Und alle wollen sie über den ablabern. Solche Banausen, ey. Es ist ja nicht auszuhalten. Naja, wir werden erstmal hier ein bisschen Heiltränke nochmal kaufen. Mana-Tränke kaufen. So, einen weiteren wichtigen Charakter müssten wir hier aber eigentlich irgendwo noch haben. Wo ist sie denn? Wo ist denn Anya? Seriously, wo ist Anya? Ich weiß, dass es die irgendwo gibt. War die nicht hier? Vielleicht kommt die aber auch erst später raus. Oder sind sie rausgepatcht? Keine Ahnung. Ich meine, dass es hier noch einen weiteren Charakter gab, aber der wird jetzt auch hier nicht angezeigt, interessanterweise. Naja, vielleicht gehen wir erstmal einen Schritt raus. Durch das Haupttor. Und auf das blutige Vorgebirge. Die Belagerung muss ein Ende haben. Ja. Und genau das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir müssen die Belagerung brechen. Wir haben hier so ein paar Barbaren, die hier rumlaufen. Aber früher oder später ihr Ende finden werden. Und wir haben hier halt überall so, ja,
Fallgruben mit irgendwelchen Speeren und so weiter und so fort. Und Katapulte werden wir hier auch noch haben. Todesprügler. Lass die Barbaren in Ruhe. Ja, wir haben jetzt unseren ersten Quest auch noch gar nicht bekommen. Ne? Das ist ein bisschen seltsam. Ich finde es aber stimmungsvoll, dass sie hier noch so ein paar Kämpfer irgendwie positioniert haben, damit man wirklich das Gefühl hat, die kämpfen um ihr Leben. Da haben wir ein Katapult. Das schießt halt gegen Harrogard. Da wurde es zerstört. Uah. Natürlich haben wir auch hier wieder neue Gegnertypen. Reichlich neue Gegnertypen. Oh, da wird irgendwo ein Barbar ziemlich ver... Oh Gott. Sehr gut. Wehrt euch! So sah das übrigens früher aus. Da wird auch einer ziemlich vermöbelt. Alter! Da hat sich eine ganze Truppe hier zusammengetan. Wie unfair mit euren Tentakeln hier. Diese Todesprügler hat man auch, glaube ich, vorhin in der Cutscene gesehen. Sind aber auch viele. Junge. Los. Barbaren gewinnt die Oberhand. Erobert den Berg zurück. Gut, erledigt. Oh, da haben wir die nächste, das nächste Katapult. Gehen relativ schnell kaputt. Ein starker Mana-Trank, können wir gut gebrauchen. Oh, da hat wieder ein Katapult geschossen gerade. So, das Öl-Elixier. Solche Elixiere haben wir ja nie irgendwie eingesammelt oder damit großartig was gemacht. Insofern Wayne. Weiter geht's. Noch mehr Katapulte. Der hat tatsächlich auch mal was verloren. Wahnsinn, wie viele Pfeile wir jetzt auf einmal hier haben. Die können wir eigentlich wegwerfen. Aber interessant auch, dass die Barbaren einfach gar nicht sterben. Wir kriegen die ganze Zeit aufs Maul, aber... Gestorben ist hier noch keiner. Autsch. Auch diese Stellung wäre gewonnen für die Barbaren. Perfekt. Sehr gut. Erledigt. Na, was haben wir hier? Es ist ein Häuptlingsding. Ein Häuptlingszelt. Ja, geil. Für Harrogard. Oh, ein Amulett. Ja, nice. Barbaren. Oh nein. Nicht die Dämonen-Gremlin. Das sind so kleine Magier, die ziemlich rumnerven. Oh. Ich bin überladen. Flamberg. Sogar eine besondere.
fehlerhafter Diamant nehmen wir natürlich auch mal mit. Todesprügler, weg mit euch. Neue Werte. Gehen wir mal ganz ehrlich, Vitalität. Neue Fertigkeit. Wir sind jetzt welche Stufe? 28. Also sind wir immer noch ein Stück weit davon entfernt, dass wir die untersten Fähigkeiten hier benutzen können. Aber ich denke, wir gehen wieder auf den Brandfall. Ist einfach zu gut. Ups. Nächstes Katapult. Kurzer Kampfbogen. Aber auch ein bisschen dumm von den Barbaren, dass sie sich so verteilt haben. Warum haben die nicht einfach irgendwie versucht, eine Schlachtlinie oder sowas zu bilden? Denn so wenige sind das ja jetzt ja gar nicht. Ja, schon merkwürdig, dass Baal scheinbar gar nicht so richtig krass versucht hat, Harrogard zu zerstören. Vielleicht werden wir später noch herausfahren, warum das so ist. Herausfinden. Hier wird es wieder etwas breiter. Erledigt. Jagdbogen. Puh. Noch eine Flammenberg. Ah, Vorsicht. Ja, kein Mana mehr. Okay, hier müssen wir auch nochmal ordentlich aufräumen. Damit der Ein-Mann-Armee, die wir nun mal sind, werden wir auf jeden Fall den entscheidenden Vorteil für die Barbaren herausspielen. Weg. Die erinnern mich irgendwie immer an so Froschsoldaten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht an der Farbe. Und weil die so klein sind, so gedrungen irgendwie. So, langsam wird das was. Nicht mehr. Da wurde, glaube ich, gerade ein Zauber gedroppt. So, wir können ja einmal eben zurückkehren. Vielleicht kriegen wir ja jetzt eine Quest. Wobei Maler sagt immer noch nichts. Guten Tag. Das hätte ich jetzt mal erwartet, dass sie vielleicht mal irgendwie den Mund aufmacht. Von denen sagt auch keiner was, okay. Nilatag sagt offenbar auch nichts. Mhm. Interessanterweise ja auch der letzte. Oder gibt uns gar kein Geld für den Scheiß. Warum denn nicht? Warum gibt ihr uns kein Geld? Ist ja etwa geizig. Sägezahn, Stärke 70. Ja, wir hatten ja mal gesagt, dass wir die nicht verkaufen. Set-Gegenstände nicht und die vielleicht auch nicht unbedingt. Wo ist denn die? Wo ist die Kiste? Die war doch immer in der Nähe von... Ah, die ist jetzt hier. Lasuk, die verstehen einfach nicht, wie genial du bist. Es tut mir leid, dass du so behandelt wirst. Ich kann aber leider auch nichts machen. So. Weiter geht's. Im blutigen Vorgebirge. Au.
Amethyst. Nein, da ist der Amethyst. Oh. Ja, unsere normalen Angriffe machen halt kaum Schaden, weil unser Bogen relativ schwach ist. Da müssen wir jetzt auch in dem Akt endlich mal einen besseren finden. Unsere Fähigkeiten sind stark, unser Bogen ist eher schwach. Wenn wir da noch einen krasseren finden, dann sind wir, glaube ich, schwer aufzuhalten. Sehr gut. Was haben wir hier unten noch? Auch nichts mehr. Relativ langes Gebiet, ne? Ich dachte auch, eigentlich ist es vorbei, als sich das zum ersten Mal so verengt hat. Aber das war es dann doch nicht. Da haben wir das Banner von Baals Truppe. Zwei Katapulte. Beide weg. Jetzt haben wir es auch mit immer weniger verbündeten Barbaren zu tun, die hier herumstreifen. Weil ihre Truppe dann bis hierhin nicht durchgehalten hat. Sehr gut. Irgendwo müsste hier auch eigentlich noch so eine Art Belagerungsmeister ja auftauchen. Zumindest der hier das Sagen hat. Ja, Schenk der Aufseher, da ist er ja. Questlog. Tötet Schenk den Aufseher. Der macht Scheiße mit denen, ihr seht das schon. Macht ihn stärker. Ich glaube, der belebt die sogar wieder. Das war so schamanenmäßig, dass der halt dazu in der Lage ist. Wir werden uns erstmal so ein bisschen in seine Richtung arbeiten. Fanatischer Sklave, ja, das sind so die lebenden Bomben, die er sich da schafft. Dann ein bisschen schwierig. So. Ah ne, genau. Das war gar nicht so, dass er die wiederbeleben kann. Der kann ihn in diese Bomben verwandeln. Ich glaube, das war alles. Leider. Nice. Wie der einfach komplett zerfällt. Ups. War ich das etwa? Ja. Ja. Erstmal ein kleines Begräbnisfeuerwerk hier. Oder vielleicht trauen sich seine Untergebenen endlich mal ihm zu sagen, dass er verdammt scheiße hässlich war. Und er deswegen nochmal alles abkriegt von denen. So, Unterarmklingen haben wir hier. Dann haben wir ein paar Tränke. Großes Zepter. Ja, und das war es im Grunde dann auch schon. Ja, sprecht mit Larsuk, um eure Belohnung zu erhalten. Wir haben jetzt dadurch die Belagerung im Prinzip ja gebrochen. Was erstmal sehr gut ist für die Barbaren von Harrogard, denn das sorgt natürlich dafür, dass jede Menge Druck von ihnen genommen wird. Sie haben den Feind nicht mehr direkt vor den Toren und können sich jetzt, ja, vielleicht auf andere Sachen konzentrieren. Oder erstmal überhaupt die Ruhe haben, sich neu zu gruppieren. Um dann die nächsten Schritte zu überlegen. Hier geht es dann auch ins nächste Gebiet. Und hier ist alles abgeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal mit Larsuk. Tag.
Ihr seid ein größerer Krieger, als ich erwartet habe. Entschuldigt, dass wir euch unterschätzt haben. Als Zeichen meiner Anerkennung schmiede ich euch Sockelfassungen an einen Gegenstand eurer Wahl. Und von nun an mache ich euch bei all meinen Waren die günstigsten Preise. Ja, cool. Sockelfassungen hinzufügen. Da ist natürlich die Frage, bei wem werden wir das am ehesten machen? Also bei welchem Gegenstand werden wir am längsten behalten? Also ich vermute mal, es könnte das Falkenhemd sein. Mit Kane wollte ich nochmal eben reden. Sagt Niedertag noch irgendwas? Ja. Ah ja. Ah. Meine Sorge gilt den Männern, die auf dem Schlachtfeld von Baals Dämonen gefangen genommen wurden. Ich will nicht einmal daran denken, was aus ihnen geworden ist. Wenn ihr euch den Berg hinaufarbeitet, haltet nach meinen Soldaten Ausschau und bringt sie mir zurück, wenn ihr könnt. Ich werde es probieren. Die wenigen meiner Männer, die aus eigener Kraft entkommen konnten, sagten mir, sie seien auf Hochebenen und Plateaus gefangen gehalten worden. Ja, okay. Ich finde die Soldaten im Eishochland. Ja, wir müssen jetzt also den Rescue Troop hier losschicken, beziehungsweise wir sind das. Quarkeks Männer wurden einige Zeit gefangen gehalten. Gewiss sind sie müde und geschwächt. Ihr müsst sie beschützen, wenn ihr sie befreit habt. Damit sie da wegkommen. Hier lebt auch nur noch echt einer. Wobei die anderen... Okay, die anderen bewegen sich auch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit Anya war. Es kann auch durchaus sein, dass die gerettet wird erst von uns. Ich habe die Schwerter und Rüstungen für Quarkeks Männer gemacht. Sie waren wie Brüder für mich. Ich kann mir nicht ausmalen, welche Schmerzen sie erdulden müssen. Rettet sie, wenn ihr könnt. Ja, Niedertag hat wahrscheinlich wieder irgendwas Sarkastisches oder so zum Besten zu geben. Sagt er noch was darüber? Ja. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Gefangenschaft ein trauriges Los für einen Mann ist. Findet sie rasch. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ihr habt bewiesen, dass ihr Leben nehmen könnt, Krieger. Aber könnt ihr Leben auch retten? Ich werde es versuchen. Das, was ich als nächstes machen werde, ist aber erstmal den, müsste hier eigentlich direkt auch sein. Der Wegpunkt. Ja, da ist er. Das Eishochland. Das ist jetzt der erste Wegpunkt. Ne, dann haben wir die Ariad-Hochebene, den Kristalldurchgang, den Gletscherweg, Hallen der Schmerzen, gefrorene Tundra, der Weg der Urahn und dann sind wir beim Weltsteinturm. Das wäre dann das Ende von Akt 5. Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns. Und das ist jetzt wirklich ein sehr guter Punkt, um dann auch aufzuhören und uns dann beim nächsten Mal einfach anzuschauen, Tag. Wie das hier auf dem Ariad weitergeht. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich denke, das ist klar geworden. 99 zu Angriffswert. Das ist schon nicht schlecht. Oh, das bringt nur 77? Was sind denn die hier so knausrig mit Geld? Das kann doch nicht sein. Naja. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und denkt natürlich immer daran. I want you for an adventure.